2 bis 5 Tage frei. Jetzt mit kurzurlaub.de. Ach, Stefan, das war heute ein ganz schön hartes Brett, was wir gebohrt haben. Und am Ende hat es nicht ganz gereicht. War nicht so einfach. Kein Leckerbissen hier auf dem Platz, ne? Nee, also man hat gesehen, Lotte hat nichts zu verschenken. Bei denen geht es um alles. Die haben alles dagegen gestemmt bei uns. Und ja, ich denke, wie das Spiel gelaufen ist, ist ein gerechtes Unentschieden. Wir haben heute einfach nicht mehr verdient. Klare Worte. Bei dir war heute wieder das Momentum, was man gesagt hat. Stefan Wanwetsch spielt eigentlich alle Positionen. Er spielt da, wo der Trainer ihn hinstellt. Sonst ja immer Rechtsverteidiger, defensives Mittelfeld. Aber auch links geht auch, ja? Ja, ich denke, war ein solider Auftritt. Natürlich geht es noch besser, aber ich denke, ich habe jetzt keinen groben Schnitzer drin gehabt. Und ja, ich denke, ich kann einigermaßen zufrieden sein. Aber natürlich hätten wir heute lieber die 3 Punkte genommen. Ab heute bist du auch unser Rekordspieler. Ja, 100 Drittligaspiele für den FC Hansa Rostock gemacht. Und ja, aus diesem Grunde haben wir auch was Kleines vorbereitet für dich. Ich zeig's dir hier einmal. Weil du hast ja auch die verantwortungsvolle Aufgabe des Kassenwartes und auf der Rückseite. Vielen Dank, danke. Sehr schön, sehr gelungen. Hier steht also Wanne, die ersten 100 Spiele sind die schwersten und wir hoffen, dass wir noch weitere 100 Spiele hier von dir beim FC Hansa Rostock sehen. Ein bisschen erfolgreicher als heute dürfte sein. Ach, Herr Hertel, wir haben es eben schon gesagt, es kotzt uns an, dass wir zu Hause die PS nicht so richtig auf den Rasen kriegen und diese Heimsiege nicht einfahren können. Ärgerlich, oder? Das stimmt, ja. Gerade heute, erste Halbzeit sind wir überhaupt nicht zufrieden. War nicht das, was wir uns vorgenommen hatten, was wir auch in der Trainingswoche, was die Jungs gut umgesetzt hatten, aber heute war einfach auch zu wenig Aktivität, zu wenig Laufbereitschaft. Gerade vorne vieles dann im Stand und dann wird es halt schwierig. Dann war die zweite Halbzeit, denke ich, schon nochmal einen Tick besser, wo wir uns dann auch nochmal mehr Chancen rausgespielt haben, aber am Ende dann uns nicht belohnt haben, weil du dann wahrscheinlich das dann auch nicht verdient hast. Und das müssen wir uns halt vorwerfen. Müssen wir jetzt nochmal ergründen, warum, wieso, weshalb die Jungs da irgendwo so ein bisschen, oder wir das Gefühl hatten, dass sie mit angezogener Handbremse gespielt haben, weil es gibt eigentlich gar keinen Grund. Wir können hier Vollgas spielen und uns, sage ich mal, auf so ein Spiel auch freuen. Es ist eine ordentliche Kulisse da gewesen, aber ja, wie so oft in den Heimspielen haben wir es eben nicht hingekriegt. Dann bleibt uns ja jetzt wieder so ein bisschen die Hoffnung auf das Auswärtsspiel, weil auswärts tun wir uns deutlich leichter. Und was gibt es Schöneres, als vielleicht erfolgreich beim Aufsteiger zu spielen? Ja, das wird sicherlich ein anderes Spiel. Die werden dann ihre Feierlichkeiten auch ein Stückchen runtergefahren haben. Die werden dann also auch schon wieder scharf sein zu Hause. Freitagabend Bremer Brücke wird dann voll sein, das werden die gewinnen wollen. Und, aber da denke ich schon, dass wir auch ein Stückchen anders auftreten. Also es war jetzt nicht so, dass man sagen kann, wir wollten nicht, aber irgendwie war es heute irgendwo ein Stückchen gebrauchter Tag. Eine Frage noch zu einer für uns kuriosen Szene in der ersten Halbzeit. Der Schiedsrichter läuft zu Ihnen, danach ziehen Sie die Jacke aus und kommen wieder zurück. Hat er Ihnen echt gesagt, Sie sollen die Jacke ausziehen? Naja, weil wegen dem Rot, weil Lotte hat ja in Rot gespielt und die rote Jacke hat ihn ein bisschen irritiert und deswegen habe ich die Jacke dann ausgezogen. Gut, dann nehmen wir die rote Jacke mit nach Osnabrück, gewinnen da. Gut.